Guten Morgen zusammen. Steuergeräte in Fahrzeugen. Ich möchte ein bisschen was, so eine Art kleine Einführung zu dem geben, was man heutzutage in modernen Fahrzeugen speziell an Elektronik findet. Kurz zu meiner Person. Ich bin selbstständiger Softwareentwickler. Ich mache auch relativ viel Security Research, besonders von Hardware. Ich bin am OpenBSC OsmoCombi-P und ein paar weiteren OsmoCom-Projekten beteiligt. Das seit circa 2008, da ist OpenBSC, da haben wir damit angefangen. Und seitdem schaue ich mir auch ganz besonders die Sicherheit im Mobilfunk, in der Mobilfunkkommunikation, also in dem Sinn mit GSM, UMTS, LTE und so weiter an. Was ich in letzter Zeit viel gemacht habe, war Steuergeräte an Fahrzeugen untersuchen und deswegen auch die Idee, da vielleicht einen kleinen Vortrag drüber zu halten. Die Motivation, warum schaut man sich überhaupt Steuergeräte in einem Fahrzeug an? Einer der wahrscheinlich auch kommerziell wichtigsten Gründe ist das Motortuning. Schon seit einiger Zeit ist Motortuning eher weniger, dass man da am Vergaser die Düsen wechselt, sondern man manipuliert das Motorsteuergerät. Das ist etwas, das hat man schon vor vielen Jahren gemacht, als Motorsteuergeräte in Fahrzeugen eingebaut wurden. Damals war Motortuning dann unter Umständen Auswechseln von dem EEPROM, der gesockelt war. Begriff Chiptuning kommt vielleicht auch von der Zeit damals. Heutzutage ist es eher so, dass man die Firmware im Motorsteuergerät extrahiert, dort Veränderungen vornimmt und wieder zurückspielt. Warum tunt man? Mehr Leistung ist ein Grund. Es gibt aber auch Leute, die tatsächlich versuchen, den Verbrauch zu optimieren und dann mit noch weniger Verbrauch auszukommen. Wie gesagt, Motortuning ist ein ziemlicher Geschäftsbereich. Die Hardware, mit der man Motortuning an Steuergeräten durchführen kann, das sind meistens spezielle Programmiergeräte, teilweise mit Pogo-Pin-Adaptern für diverse bestimmte Steuergeräte. Die werden von den Anbietern ziemlich teuer verkauft. China sei Dank gibt es davon mittlerweile auch deutlich günstigere Klons, die also auch in Massen mittlerweile aus China zum Zehntel des ursprünglichen Preises verkauft werden. Aber das ist immer noch ein ziemliches Gebiet. Ein weiterer Grund, warum sich manche Leute mit der Manipulation von Steuergeräten beschäftigen, ist Tachomanipulation. Angeblich, laut Statistiken in Deutschland, ist angeblich jedes dritte verkaufte Gebrauchtfahrzeug am Tacho manipuliert. Man manipuliert, stellt einen niedrigeren Tachowert ein, um damit einen höheren Preis natürlich zu erzielen. Tachomanipulation klingt im ersten Moment jetzt irgendwie einfach, so nach dem Motto, ich finde irgendwo die Stelle heraus und stelle den Tachowert im Kombi-Instrument zurück. So einfach war es mal. Die Automobilhersteller haben ein bisschen was dagegen getan. Also heutzutage ist der Kilometerstand von dem Fahrzeug durchaus auf diversen Steuergeräten verteilt. Und wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten sind, dann aktualisieren die sich auf den höchsten Wert, der halt irgendwo gespeichert ist. Also wenn man so eine Manipulation durchführt bei einem höherwertigen Fahrzeug, also was weiß ich, S-Klasse Mercedes, da kann es durchaus sein, dass auch ein Tachomanipulateur mehrere Stunden dran beschäftigt ist, um alle Steuergeräte zu flashen, teilweise diese auszubauen, weil er nicht über die Schnittstelle im Fahrzeug direkt rankommt. Also da ist Aufwand dahinter. Aber selbst wenn wenn der da jetzt einen halben Tag dran arbeitet, bei einem entsprechenden Fahrzeug, wo ich dann vielleicht 4.000, 5.000 Euro mehr im Gebrauchtmarkt verdiene, hat sich's rentiert. Ein weiterer Grund, warum Leute an Steuergeräten experimentieren, ist Steuergeräte-Reparatur. Ganz besonders betroffen ist davon das Airbag-Steuergerät. Bei vielen Fahrzeugen ist es so, sobald ein Unfall mit Airbag-Auslösung stattgefunden hat, ist das Airbag-Steuergerät, muss das ausgetauscht werden. Nicht, weil es kaputt ist, sondern einfach, weil es diesen Status, da war ein Unfall, permanent speichert. Permanent im Sinne von zwar irgendwo im Flash, aber so, dass die normale Werkstatt auch nicht mehr löschen kann. Und dann braucht man ein neues Steuergerät. So ein Steuergerät, ein klassisches Airbag-Steuergerät von einem Golf 7, einem aktuellen Fahrzeug, kostet in der Größenordnung 300, 350 Euro. Da kann es sich durchaus rentieren, wenn irgendjemand für 50 Euro das Zurücksetzen dieses Status, da war schon mal ein Unfall, ermöglicht. Das ist auch ein gewisser kommerzieller Bereich natürlich, weil man damit Geld verdienen kann.
Der nächste Bereich ist Coding. Coding ist so der Begriff, der kommt eigentlich aus der Fahrzeugszene. Im Prinzip bedeutet das Konfiguration der Steuergeräte. Ein typisches Steuergerät ist nicht nur für diese spezielle Fahrzeug und diese Ausstattung gemacht, sondern das kann deutlich mehr, beziehungsweise kann alle möglichen Features, die halt in dieser Serie von dem Fahrzeughersteller vorgesehen sind. Manche Features sind nicht unbedingt freigeschalten, die bekommt man erst gegen Aufpreis. So ein typisches Beispiel ist dieser Berganfahrassistent. Das ist diese Sache, wenn ich am Berg halte, von der Bremse runtergehe und wieder starten will, dann rollt der Wagen nicht zurück, sondern der hält die Position. Sowas ist bei manchen Fahrzeugherstellern nur gegen Aufpreis zu bekommen. Kostet ja 100, 200 Euro als Ausstattungsmerkmal. Die ganze Funktionalität ist aber bei einem heutigen Fahrzeug, bei einem typischen, auch einem Kleinwagen, bereits vorhanden. Das ist die Steuerung, dass die Bremsen gesteuert werden. Das ist alles da. Das ist also wirklich nur eine Software-Sache. Und dieses Feature dann einschalten, ist eigentlich nur ein Bit irgendwo umkippen in dem sogenannten Coding von einem bestimmten Steuergerät. Ähnlich geht es dann auch. Manche Leute schalten da zum Beispiel die Anzahl des der Blinkzyklen. Das, wenn man den Blinker kurz antippt, dann wird teilweise 2-3 Mal geblinkt. Teilweise kann man es in den Einstellungen vom Fahrzeug einstellen. Mit dem Coding kann man da noch viel mehr machen. Da kann man dann zusätzlich noch Features einstellen, dass da irgendwie ein Licht angeht, sonstiges. Spielereien, aber ja, für manche Leute ganz interessant, wird also auch ziemlich gemacht. Wichtiger Bereich ist auch die Untersuchung zu Security. Security in dem Sinne, was passiert, wenn ich jetzt beispielsweise von der Versicherung so ein Gerät angeboten kriege, das ich mir ins Auto bauen kann, das an meinen Fahrzeugbus angeschlossen wird und das irgendwie mein Fahrzeugverhalten kontrolliert und ich zahle dann, je nachdem wie ich fahre, einen günstigeren Tarif. Inwieweit hat so ein Gerät, wenn das jemand hacken sollte, Einfluss auf die Sicherheit des Fahrzeugs, weil beispielsweise jemand in der Lage ist, über den Fahrzeugbus bestimmte Dinge im Fahrzeug auszulösen, die so eigentlich nicht vorgesehen sein sollten. Ein weiterer Punkt ist Daten oder Datenschutz. Also gerade in Fahrzeugen, in denen ein Telematikmodul verbaut ist, Telematikmodul mit vielleicht noch einer eingebauten SIM vom Hersteller, wo also das Fahrzeug auch Daten zurück zum Hersteller schicken kann, da ist es natürlich durchaus interessant, was fallen an Daten in dem Fahrzeug an und wie werden die verarbeitet. Auch wenn ein Fahrzeug meinetwegen in die Werkstatt kommt, es wird dort an die Standardsoftware vom Hersteller angeschlossen. Was passiert da überhaupt? Sind das nur technische Daten oder wird da irgendwie vielleicht auch noch mehr abgefangen? Wenn man die Hersteller fragt, kriegt man da halt irgendwie die Antwort, zumindest in Deutschland so, ja, wir sind konform zum deutschen Datenschutzgesetz. Klar, sind sie alle. Aber was genau wirklich passiert, kriegt man von den Herstellern zumindest selten gesagt. Ein Beispiel vielleicht noch zu den Daten. Ganz konkret, da kommt auch wieder das Airbag-Modul zum Tragen. In Amerika gibt es schon seit längerem eine gesetzliche Vorgabe, dass das Airbag-Steuergerät in amerikanischen Fahrzeugen einen sogenannten Event-Data-Recorder haben muss. Das bedeutet, dass kurz vor einem Unfall die Events, die zu diesem Unfall führen, beziehungsweise auch Aktivitäten im Fahrzeug, das bedeutet, wie wird die Bremse betätigt, was wird mit dem Gas gemacht, teilweise wird festgehalten, ob ein Blinker gesetzt ist, das wird in diesem Steuergerät gespeichert und ist für einen Unfall, für eine Unfallauswertung dort fest drinnen. Da gibt es Software von, das ist hauptsächlich ein Hersteller, das ist eine Ablegerfirma von Bosch, die kann das auslesen und je nachdem Gutachterfälle, sonstige Dinge, wird das also in Amerika auch durchaus verwertet. Wenn man jetzt bei diesem Hersteller für diese Software schaut, sieht man, bekommt man dort eine relativ umfangreiche Liste über die Fahrzeuge, die der unterstützt. Wenn man jetzt bei deutschen Fahrzeugmodellen schaut, dann ist es so, da wird ausdrücklich immer erwähnt, ja, nur die Fahrzeuge für den US-Markt oder Kanada. In der EU-Ausführung von Mercedes, Audi, VW oder was auch immer wird das Feature nicht unterstützt. Ich meine, man kann jetzt normalerweise davon ausgehen, dass ein Hersteller nicht verschiedene Softwareversionen entwickelt. Also es ist relativ klar, dass solche Daten sicherlich auch in einem europäischen Fahrzeug gespeichert werden. Nur halt eben, dass es keinen dokumentierten Weg gibt, wie die ausgelesen werden. Aber es ist durchaus mal interessant herauszufinden, was ist an solchen Daten tatsächlich da in einem Airbag-Steuergerät, wenn ein Unfall passiert ist. Präzedenzfälle in die Richtung gab es meines Wissens zumindest in Deutschland auch noch keine, aber wie gesagt, auch etwas, was man sich vielleicht mal anschauen sollte.
um, wenn es dann mal so weit ist, dass vielleicht mal wirklich jemand sagt, okay, wir haben da Daten, wir können irgendwas machen, dass man da vielleicht auch tatsächlich mal Einfluss drauf nehmen kann, indem man festlegt, ja, wem gehören diese Daten? Gehören die dem Fahrer, gehören die dem Fahrzeughersteller oder wen auch immer? Dann relativ aktuell, da war da ist immer noch der VW-Abgasskandal. Also letzten Kongress in Hamburg hat Felix Domke ja das Steuergerät von seinem Passat, der davon, glaube ich, konkret betroffen war, ziemlich genau analysiert, um herauszufinden, was jetzt diese Software eigentlich macht, um diese Manipulation zu ermöglichen. Also sowas ist sicherlich auch ein guter Grund, um sich mal ein Motorsteuergerät genauer anzugucken. Und so einer der Punkte, wo man dann vielleicht selber irgendwas am Fahrzeug machen will, eigene Modifikationen. Beispiel, man baut sich ein Modul ein, was vielleicht über Bluetooth mit einem Smartphone kommunizieren kann. Dann kann ich von außen beispielsweise die Fahrzeugtür öffnen oder irgendwelche Aktionen auslösen. Wäre eine Idee, die man machen könnte, wenn man da motiviert entsprechend ist und am eigenen Fahrzeug experimentieren will. So, mal zu Steuergeräten und Beispiel. Also das Bild schaut jetzt erstmal relativ groß und wüst aus. Das ist ein Screendump von der offiziellen Diagnosesoftware von Audi. Das Fahrzeug ist ein Audi A3 von 2015, also ein relativ aktuelles Fahrzeug. Was da so in Grau dargestellt ist, das sind mögliche Steuergeräte in diesem Fahrzeug. Was tatsächlich verbaut ist, das sind die Steuergeräte, die hier mit dem dicken Kasten drumherum sind. Die Texte, die da drüber stehen, ist ein bisschen klein, ich werde dann aber dann noch darauf eingehen, die habe ich dazu geschrieben. In der offiziellen Software stehen da nur diese drei Buchstaben und eine sogenannte Geräteadresse. Was man ganz grob sieht, es sind drei Stränge. Geht's vielleicht doch mal, das ist vielleicht einfach. Also man sieht hier die drei Bussysteme. Einer von der oberste ist der sogenannte Motorbus. Da hängt alles dran, was für den Motor relevant ist. Motorelektronik, Airbag-Steuerung, Bremsen, Lenkhilfe ist die Servolenkung. Dann gibt es den Fahrzeug- oder Innenraumkern. Das ist in dem Falle kombiniert. Bei anderen Fahrzeugen ist da durchaus mal eine Trennung für irgendwelche Dinge im Innenraum, also Sitzverstellung, Fenster und Dinge wie Leuchten am Fahrzeug. Aber hier bei dem Audi ist das alles kombiniert. Die Zentralelektrik, was dort eher so unscheinbar hinten steht. Zentralelektrik ist in dem Falle das Steuergerät, was wirklich für alle Leuchten, Blinker, Fernlicht und so weiter zuständig ist. Kombi-Instrument, klar. Einparkhilfe ist in dem Falle die akustischen Signale, die man bekommt, wenn man rückwärts irgendwie an ein Hindernis ranfahrt oder zu nahe rankommt. Die Lenkradelektronik, das ist das Steuergerät, was für alle Schalter und Tasten am Lenkrad zuständig ist. Das muss ja irgendwie vom Lenkrad, das ist beweglich, muss ja irgendwie weitergeleitet werden. Dafür gibt es ein eigenes Steuergerät. Die Klimaanlage, Türelektrik, haben wir zweimal, Türelektrik-Fahrer, Türelektrik-Beifahrer. Türelektrik ist dann Spiegelverstellung, elektrische Spiegelverstellung, Fenster hoch, runter und solche Dinge. Es gibt einen eigenen Infotainment-Bus, in dem Falle bei diesem Fahrzeug ist dort nur das sogenannte Informationssystem, das ist das eigentliche Infotainment-Modul, also Navi, Radio. Ich glaube, das Fahrzeug hat jetzt kein interaktives Handbuch, aber das ist bei heutigen Modellen auch durchaus üblich, dass man das Handbuch in Form von einem interaktiven Handbuch im Infotainment-System unterbringt. Da vorne sitzt dran das Diagnose-Interface, das dann direkt zu dem Diagnose-Adapter geht. Wenn man jetzt hier noch ein bisschen schaut, was es so an optionalen Modulen gibt, den A3 gibt es auch in einer Hybridausführung, das ist dann der Audi e-tron, also mit Elektroantrieb zusätzlich zum Verbrennungsantrieb. Dann kommt eine ganze Menge an Steuergeräten zusätzlich dazu, Steuergerät, Elektroantrieb. Es gibt ein Moment, muss Hybridbatterie, es gibt ein eigenes Modul, was die Hochvoltbatterie unterstützt. Es gibt ein Modul für das Hochvoltladen, oben rechts außen. In dem Falle ist es ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe. Wenn ich eine Automatik habe, gibt es noch eine Getriebesteuerung dazu. Allrad hat ein eigenes Steuergerät. Kommen Assistenzsysteme dazu für Spurwechsel.
kommen weitere Steuergeräte dazu. Selbst wenn ich eine Sitzverstellung habe, das Fahrzeug hat in dem Fall manuelle Sitzverstellung, also ich muss noch an den Knöpfen bzw. an den Hebeln stellen. Wenn das elektrisch geht, gibt es eigene Steuergeräte für die Sitzverstellung. Solche Ausstattungen wie Head-Up-Display und so weiter. Also Notruf, das ist ein Notrufmodul für E-Call bzw. Telematik, was dann auch im Falle, wenn er Hybrid, also wenn er mit Elektro ausgestattet ist, dann hat er dieses Notrufmodul automatisch drinnen, weniger wegen der Notruffunktionalität, sondern da geht es dann eher darum, Elektrofahrzeuge, die sind immer ganz speziell, da will der Hersteller meistens sehr genau wissen, wie sich die Batterie verhält, wie sich die entwickelt, wie die Lebensdauer ist. Deswegen ist ein Elektrofahrzeug heutzutage eigentlich immer mit einem Telematikmodul ausgestattet und sendet auch diese Daten über den Batteriezustand kontinuierlich, also regelmäßig zum Hersteller. Wie gesagt, soweit mal so ein grober Überblick. Also bei dem Fahrzeug sind es jetzt um die 10, 15 Steuergeräte, die man drinnen findet. Was ich jetzt nicht als Steuergeräte zähle, das sind so einfache Stellmotoren. Beispielsweise hat die Klimaanlage einige Stellmotoren, die die Lüfterklappen steuern. Das wird nicht mehr durch eine direkte Ansteuerung des Motors vorgenommen. Da hat man auch ein einfaches Steuergerät, was dann an die Klimaanlage angekoppelt ist, was nichts weiter machen kann, als Motor in eine bestimmte Richtung stellen und vielleicht Rückmeldung geben, ob ein Endanschlag erreicht ist. Sowas zähle ich jetzt nicht zu den Steuergeräten, weil da einfach viel zu wenig Funktionalität drinnen ist, um irgendwelche komplexeren Dinge damit zu tun. Zu den Bussystemen, die man im Fahrzeug findet, weit verbreitet und eigentlich in allen heutigen Fahrzeugen ist der CAN-Bus. Da werde ich nachher noch im Detail drauf eingehen, was das genau ist. Was man im Infotainment-Bereich findet, das ist der MOST-Bus, Media Oriented System Transport. Das ist ein Bus, der wird auf optischen Leitern übertragen. In dem Falle keine Glasfasern, sondern diese Plastik-Kunststoff-Lichtleiter. Wird zum Beispiel benutzt, wenn ich noch ein zusätzliches Soundsystem im Fahrzeug habe. Dann ist meistens dieses Soundsystem am Infotainment über den MOST-Bus angeschlossen, also über ein optisches System. Wenn ich nur ein einziges Infotainment-System in einem Fahrzeug habe, gibt's diesen MOST-Bus nicht, auch wenn er vielleicht im Infotainment-System bestückt ist. FlexRay ist ein Bussystem, was relativ komplex ist im Vergleich zu dem beispielsweise CAN-Bus, hat aber bestimmte Vorzüge, vor allem ist es schneller. Durch die Komplexität ist es auch teurer, deswegen findet man es meist nur so in den Oberklassen von BMW, Mercedes beispielsweise verbaut, das Audi glaube ich mittlerweile auch, aber es ist eher so die Ausnahme, eben wegen der Komplexität und den höheren Preisen. Vorteile eben diese höhere Geschwindigkeit, aber meistens kommt man auch ohne das aus. Also FlexRay bestimmten Modellen ja, eher allgemein weniger. Der Linbus, dieses Local Interconnect Network, das ist der Bus, der dann die Aufgabe übernimmt, dass er solche Stellmotoren wie eben diesen Lüfterklappen, diese Lüfterklappe in der Klimaanlage oder vielleicht die verstellbaren Spiegel am Auto ansteuert. Das ist ein relativ einfaches und billig zu implementierendes Bussystem und da kann man halt so, ist auch langsam, kann man einfache Kommandos übergeben wie, ja, fahr mal in die Richtung, mach dieses, mach jenes. Das reicht aber für solche Dinge wie jetzt Fenster hoch, runter oder Spiegel verstellen oder eben diese ganzen Klappen zu bedienen. Dafür reicht das vollkommen aus. Es hat in älteren Fahrzeugen hat es auch noch andere Bussysteme gegeben. Relativ verbreitet war da Carline bei Audi und VW. Die K-Line, die ist teilweise noch da, aber eher für Spezialaufgaben. Wenn man jetzt irgendwie an einem Steuergerät was Spezielles machen will, sieht man es manchmal auch noch heute, dass da zusätzlich noch Carline da ist. Das ist aber dann nicht für einen normalen Techniker, sondern es ist dann eher irgend so ein Diagnose- oder Debug-Zugang, teilweise für die Entwickler. Aber ansonsten K-Line auch am Aussterben. Der CAN-Bus ist, wie gesagt, eins der wichtigsten Bussysteme im Fahrzeug. Das ist auch das Bussystem, was wirklich auch in normalen Kleinwagen, was eigentlich der Standard ist. Es ist ein differenzielles Bussystem, das heißt, es sind zwei symmetrische Leitungen, die da verwendet werden, auf denen CAN High, CAN Low, also immer abwechselnd Polarität übertragen wird. Man macht das deshalb, weil es einfach störsicher ist im Fahrzeug. Da habe ich aufgrund von den möglichen Störungen durch die Zündanlage, durch alles Mögliche, was da vom Motor eben Energie, auch elektrische Energie erzeugt, wirklich ziemlich viel Störungen und deswegen
vielleicht heutzutage nicht mehr, früher mit elektrischer Zündanlage und diesen Dingen oder vielleicht auch Verteilerfingern, da war das noch schlimmer. Aber mit einem Grund, warum man dann ein differenzielles Bussystem nimmt, ist, dass es eben störsicher ist. Es ist beidseitig terminiert, das ist mit 120 Ohm, also wenn man so eine Leitung hat und da jetzt vermutet, dass da vielleicht CAN Bus drauf sein könnte, einfach mal mit Multimeter hingehen und mal messen, wenn da 60 Ohm Widerstand drauf ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es ein CAN Bus ist. Man kann da auch ziemlich wenig kaputt machen, also jetzt mit dem Multimeter einfach mal draufhalten. Normalerweise sind da so 2 bis 3 Volt Pegel drauf, da geht nichts kaputt. Kann sein, dass zwar dann irgendwie die Kommunikation kurz mal gestört ist, aber das ist zumindest mal eine einfache Möglichkeit. Solche Leitungen, CAN-Bus im Fahrzeug, erkennt man auch recht gut daran, dass dieses differenzielle Bussystem eine verdrillte Leitung ist. Also verdrillte Leitung, die da irgendwo recht unscheinbar und über ziemliche Längen im Fahrzeug verteilt ist, meistens CAN-Bus. So eine CAN-Bus-Message, also was kann ich darauf verschicken, ist eigentlich recht einfach. Es gibt einen Identifier, der ist 11 oder 29 Bit lang. Das wird in Form von so einem Header-Bit angezeigt, ob man jetzt die 11-Bit oder die 29-Bit-Variante hat. Heutige Fahrzeuge verwenden mittlerweile teilweise 29-Bit, weil man in den 11-Bit nicht mehr alles unterbringen konnte, was man da verschicken will. Aber ansonsten ist 11-Bit eher gang und gäbe. Und zusätzlich zu diesem Identifier gibt es 0 bis 8 Byte Daten. Mehr ist die einzelne CAN-Nachricht nicht. Durch die Art, wie das verschaltet ist, gibt es eine Priorität von den Identifiern. Niedrige ID hat höchste Priorität. Also ID 0 ist immer die immer durchgeht. Es kommt einfach daher, im Prinzip kann jedes der an ein Bussystem angeschlossenen Systeme gleichzeitig zum Senden anfangen, monitort auch, was auf der Leitung passiert. Wenn es jetzt feststellt, dass ein bestimmtes Byte auf High geht, obwohl es selber, dass ein bestimmtes Bit auf Null geht, obwohl es eigentlich auf High setzen wollte, dann hört es auf zu senden, weil dann sieht es, okay, da ist jemand, der auch sendet. In dem Fall setzt er das Bit auf Null. Es hat eine niedrigere Priorität. Ich höre auf zu senden, ich höre jetzt nur noch zu. Über den Weg wird eigentlich auch sichergestellt, dass wenn man gleichzeitig lossendet, derjenige mit der höchsten Priorität immer durchkommt, aber es keinen Restart braucht, weil irgendwie Daten durch dieses gleichzeitige Senden unleserlich geworden sind. Ansonsten ist dieses Paket aus Identifier und 0 bis 8 Byte Daten durch eine CRC gesichert. Und jeder der beteiligten Empfänger, das heißt also wirklich jedes Gerät, was an diesem Bus dranhängt, sendet am Schluss eine Bestätigung. Das ist wieder auch ein bestimmtes Bit in diesem Frame, an der einfach gesagt wird, okay, an der Stelle muss das Bit von allen auf Null gezogen werden. Gleichzeitig, wenn das nicht passiert, dann hat irgendeiner es nicht mitbekommen. Das ist ein relativ einfacher Mechanismus, aber der stellt sicher, dass diese Daten tatsächlich von jedermann empfangen wurden. So typische Geschwindigkeiten 125 bis 500 Kilobit pro Sekunde. Diese 500 Kilobit pro Sekunde, das ist das, was man im Motorraum findet, kann auch höhere Geschwindigkeiten. Es ist aber im Fahrzeug einfach aufgrund von den Störungen, wird selten verwendet. Wenn man sowas dann wirklich braucht, dann tendiert man eher dazu, dass man dann wirklich Flexray nimmt. Was man beachten muss oder was halt auffällt, wenn man jetzt das anschaut, man hat zwar diese ID, diese 0 bis 8 Byte Daten, aber es gibt keine Sender- und Empfängeradresse. Wenn ich jetzt an so einem Bussystem dranhänge, also nehmen wir hier wieder irgendwie das Beispiel, in dem Fall ist jeder dieser drei Stränge, ist ein eigener CAN-Bus, wenn ich dort irgendwo dranhänge und mitlese, ich sehe, dass da die Nachrichten sind, aber ich weiß nicht, wer jetzt von den angeschlossenen Steuergeräten das geschickt hat, beziehungsweise wer es an wen es gerichtet ist. Wenn man auf dem CAN-Bus mitlesen will, da gibt es heutzutage unzählige Möglichkeiten. Also das fängt mit billigen Modulen an, die einfach von vornherein für CAN-Bus-Analyse ausgelegt sind, die man teilweise für 50 Euro kaufen kann. Es gibt diverse Projekte, die auf Arduino aufbauen. Das BeagleBone Black, das hat einen eine CAN-Uhr bereits eingebaut. Die muss man nur freischalten, wird auch vom Linux-Kern unterstützt. Da braucht man dann lediglich noch ein 3 oder 4 Euro teuren Transceiver, um die elektrische Ankopplung zu machen, dann hat man mit einem BeagleBone Black bereits einen CAN-Bus-Sniffer, einen sehr leistungsfähigen. Also, wie gesagt, da gibt es heutzutage alles Mögliche, um auf den CAN-Bus selber drauf zugreifen zu können oder sich Geräte zu bauen, die entweder passiv mitlesen, die Daten aufzeichnen oder auch selber Daten senden können. Was ein Problem ist, wenn man jetzt hier dieses Beispiel der Steuergeräte im Fahrzeug nimmt. Auf der linken Seite hat man den OBD-Connector.
Dort ist auch, das ist auch ein CAN-Bus, der hängt über dieses Diagnose-Interface dran. Dieses Diagnose-Interface ist jetzt ist auch ein Gateway. Bei den meisten europäischen Fahrzeugen, also zumindest bei den deutschen Fahrzeugen, die ich mir bisher angeschaut habe, da ist dieses Gateway im Fahrzeug drinnen. Dieses Gateway bewirkt eine Trennung dieser einzelnen CAN-Bus-Systeme. Es stellt sicher, dass eigentlich nur Nachrichten von, nehmen wir jetzt mal dem Mutter-CAN, zum Infotainment oder Innenraum-CAN kommen, die dort auch interessant sind. Also Dinge wie jetzt meinetwegen, ja, sollte dort die Öltemperatur oder irgendwas gesendet werden, die jetzt vielleicht den Infotainment-Bereich überhaupt nicht interessieren, dann wird diese Nachricht durch dieses Gateway im Diagnose-Interface gar nicht erst durchgelassen. Also dieses Diagnose-Interface funktioniert als Gateway, so eine Art Firewall. Ist nie als Firewall von den Herstellern da gemacht worden. Es ist eher der Grund, dadurch, dass auf den einzelnen Bussystemen viel Traffic ist, kann ich die nicht mehr zusammenschalten, weil dann überlaste ich einfach die Bussysteme. Also brauche ich eine Trennung. Nebeneffekt ist natürlich auch, dass ich sicherstellen kann, dass bestimmte Nachrichten von einem Bus zum anderen gar nicht hinkommen, wenn sie dort nicht hingehören. Für mich als Angreifer oder als jemand, der sein Auto untersuchen will, bedeutet das, wenn ich mich auf den OBD-Connector draufhänge und dort jetzt am CAN-Bus schaue, sehe ich unter Umständen gar nichts, weil dort einfach nichts ankommt, weil ich bin halt an dem Zweig, der nur für Diagnose zuständig ist und das, was intern im Fahrzeug passiert, das kommt bei mir nicht an. Also wenn ich mitbekommen will, was jetzt auf diesem grünen Innenraum-CAN beispielsweise oder Fahrzeug-CAN passiert, dann muss ich mich da direkt draufhängen. Zweifelsfall nach dem Diagnose-Interface suchen, dort nach den entsprechenden Anschlüssen schauen und sich dann dort draufhängen. Aber die Meldungen selber am OBD-Connector, die bekomme ich nicht mit. Es geht sogar so weit, wenn ich jetzt angenommen, ich kenne eine bestimmte Meldung, die meinetwegen sagt, okay, Fenster runterfahren, Fenster auf. Und ich schicke das jetzt über OBD an das Diagnose-Interface, dann wird das diese Meldung gar nicht durchreichen, weil es einfach so konfiguriert ist, dass es sagt, ja, diese Meldung kommt vom Diagnose-Interface nicht, die werde ich jetzt nicht weiterleiten, also passiert auch nichts im Fahrzeug. Hänge ich dagegen auf dem grünen Bus und schicke dort die Meldung, dann würde mein Fenster runterfahren. Also wie gesagt, dieses Gateway, das ist so eine Sache, das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben. Bei vielen europäischen Fahrzeugen ist es einfach da. Also nicht wundern, wenn man jetzt im OBD-Bus einfach mal auf den CAN-Bus schaut und feststellt, da ist nichts. Ältere Fahrzeuge haben da durchaus noch alle Nachrichten dran. Also auch bei US-Fahrzeugen ist es so, dass dieses Gateway-Konzept eher langsam erst umgesetzt wird. Ganz einfach, weil es halt auch Geld kostet. Also so ein Gateway, wenn es nicht zwingend nötig ist, warum sollte ich es einbauen? Wie gesagt, hier bei den europäischen Herstellern, da ist es länger schon da, aber halt einfach auch, weil man da so eine funktionale Trennung zwischen den CAN-Bussen irgendwo implementiert hat und einfach eine Trennung gebraucht hat, um keine Überlastung auf den Bussen auszulösen. So, was? Ja? Das ist sicher auch ein Grund, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Der CAN-Bus im Motor hat ja Megabit und im Innenraum hat ja irgendwie... Ja, es sind auch die. 60 Kilobit, da muss man ja praktisch sowieso die genau, wenn man, Menschen haben, sonst geht es ja gar nicht. Genau, wenn man die unterschiedlichen Geschwindigkeiten hat, ja. Es teilweise allerdings in aktuellen Fahrzeugen, also ich habe mir erst vor kurzem einen Mercedes, einen relativ neuen angeguckt, da war auf allen einzelnen Bussen immer 500 Kilobit drauf. Also da wäre diese unterschiedliche Geschwindigkeit jetzt kein Argument, aber auch da gibt's das Gateway. Also natürlich, sobald ich die unterschiedliche Geschwindigkeit habe, ja. Und wo ein Gateway auch noch reinkommt, angenommen, ich habe ein FlexRay-System drinnen, FlexRay ist komplett anders, hat mit CAN gar nichts zu tun, dann brauche ich auch zwingend ein Gateway, das diese FlexRay-Nachrichten auf CAN wieder umsetzen kann. Also auch dann ist so ein Gateway zwingend erforderlich. Ja, bitte? Ich stelle mir das jetzt so als Ring-System vor. Ist das richtig? Ring eigentlich nicht, es ist ein ganz normaler Bus. Er kann als Ring ausgebaut sein, ist er aber normalerweise nicht, weil ich diese beidseitige Terminierung habe. Es ist eigentlich ein verdrilltes Kabel, was irgendwo durchs Fahrzeug geht. Aber keine Hubs an den Knoten? An den Knoten, ich gehe einfach direkt auf die Leitung drauf. Also ich stelle sicher, dass ich auf den beiden Enden sozusagen meine Terminierung habe. Es erinnert so ein bisschen an die Coax-Ethernet-Kabel von vor 15, 20 Jahren. Also
50 Ohm an Widerstände damals halt, aber es ist eigentlich genau dieses Konzept. Teilweise sind die Busse, manche von diesen Bussen sind teilweise so ausgelegt, dass die auch, wenn eine der Leitungen bricht, immer noch funktionieren. Dann ist irgendwie die Anschaltelektronik so ausgelegt, dass sie dann auch noch aus diesem Pegel von der einen Leitung sauber das Signal recovern kann. Ist halt für speziell im Motorbereich wichtig, dass da nicht, wenn man irgendwie die Leitung bricht, das Auto stehen bleibt. Gut, was genau, wie kommunizieren jetzt so die Fahrzeuge auf diesem CAN-Bus? Also zum einen hat man da mal das, für das der CAN-Bus ursprünglich gemacht worden ist, die Steuergeräte kommunizieren untereinander. Da gibt's überhaupt keinen Standard. Da macht wirklich jeder Hersteller, was er möchte und wie er es möchte. Auch die Zulieferer haben da ihre eigenen Ideen. Es kann teilweise innerhalb eines Herstellers unterschiedlich sein. Im Prinzip läuft's immer irgendwo darauf hinaus, ein Steuergerät, das bestimmte Daten hat, weil sie dort anfallen, beispielsweise der Motor, der hat die Motordrehzahl, der schickt periodisch alle, was weiß ich, fünfmal die Sekunde eine CAN-Nachricht raus, die mit einem Identifier anzeigt, das ist jetzt die Motordrehzahl, dann ist hinten in den Daten entsprechend die Motordrehzahl drinnen, unter Umständen irgendwie noch skaliert, vielleicht noch ein paar zusätzliche Informationen und dann geht die periodisch raus und wird verteilt. Jeder, der jetzt diese Drehzahl braucht, weiß, dass es die Nachricht ist, der horcht drauf und holt sie sich. Die Nachricht ist immer da, es ist aber nicht irgendwie so, dass einer gezielt sagt, hallo Motorsteuergerät, sag mir mal, wie hoch die Drehzahl ist. Also dieser Weg, so eine, diese Query-Response-Sache gibt es da eigentlich nicht. Es ist also wirklich eher ein Broadcast, weil es halt einfach auch von der Implementierung am einfachsten ist. Ich lege fest, in dem Zeitraster gehen die Nachrichten raus. Jeder, der die Nachricht haben will, der muss horchen und kriegt sie mit. Hat als Nebeneffekt auch den Vorteil, ich bekomme sofort mit, wenn irgendwas nicht stimmt. Wenn jetzt dieses, meinetwegen alle fünfmal die Sekunde, diese Drehzahl, wenn diese Message fehlt über einen längeren Zeitraum, dann weiß ich, irgendwas ist faul. Dann kann ich entsprechend im Kombi-Instrument gehen Warnlampen an und sonstige Dinge. Ähnlich zum Beispiel für Lichtsteuerung. Es gibt eine Nachricht, die heißt beispielsweise, ja, Status der Lichter, dann ist da drinnen Fernlichter an, Abblendlichter an, Blinker an. Die kommt auch regelmäßig, hat im Normalfall, wenn keine Lichter an sind, dort alle Bits auf Null gesetzt. Wenn dann irgendeine Funktion ausgelöst werden soll, gehen da Bits an. Also wie gesagt, nur so als Beispiel, kann aber wirklich jeder Hersteller machen, was er will, weil es eben dafür keine Standards gibt. Aber das ist eben das, wie die Steuergeräte untereinander ihre Nachrichten austauschen. Wenn ich da jetzt irgendwo höher drauf, höhere Protokolle implementiere, dann sind das Protokolle, die jetzt speziell für TÜV oder für die Werkstatt, also für Diagnose vom Fahrzeug interessant sind. Da habe ich zum einen mal dieses ISO-TP. Das ist der einzige Zweck von dem ISO-TP, ist, dass man aus diesen maximal 8 Byte langen Nachrichten, dass man dort längere Messages formen kann. ISO-TP ist im Prinzip, es setzt einen Sequenzzähler rein und man kann dann Nachrichten, ich glaube, bis knapp 4 Kilobyte in der Länge erzeugen. Gleichzeitig wird noch irgendwie sichergestellt, wenn irgendwie Nachricht, wenn da jetzt ein Teil fehlt, dass man den wieder recovern kann. Also das ist das, was ISO-TP macht, es baut einfach vernünftig handhabbare größere Messages zusammen. Darauf aufsetzend gibt es dann die genormten abgasrelevanten Daten und Funktionen, die man über diesen OBD-Stecker in seiner ursprünglichen Funktion abrufen kann. Das ist das, was beim TÜV oder auch in der Werkstatt passiert, wenn ich dort eine Abgasuntersuchung mache. Da werden genau diese Dinge, die in diversen Specs festgelegt sind, aufgerufen. Das ist in einem, manchmal auch mehreren Steuergeräten, ist diese Funktionalität implementiert, die im Prinzip sagt, wie schaut's aus, funktioniert der CAD noch? Ist die Drehzahl so und so hoch? Das ist auch etwas, was teilweise von diesen einfachen OBD-Dongles, die per Smartphone gekoppelt sind, im Auto realisiert wird, wenn man da jetzt irgendwie Geschwindigkeit oder Drehzahl, vielleicht auch Öltemperatur und sowas anzeigen will. Also die basieren auch auf dem, weil die eigentlich einheitlich bei allen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gleich sind. Da kann man sich mit einer bestimmten Art und Weise kann man diese Dinge abfragen. Es ist zwar nicht immer sichergestellt, dass sämtliche Daten da sind. Beispielsweise kann ich in manchen Fahrzeugen die Öltemperatur nicht abfragen, weil die nicht relevant ist, beziehungsweise für abgasrelevante Untersuchungen nicht entscheidend ist. Deswegen ist sie nicht zwingend abfragbar über diesen Weg. Weiter gibt es dann noch für die, es ist wieder herstellerspezifisch, die eigentliche Diagnose, die in der Werkstatt stattfindet, in der Vertragswerkstatt.
was sich da so als Standard herausgestellt hat, Standard im Sinne von Standard für das Protokoll, ist dieses UDS, Unified Diagnostic Services. Das ist ein Protokoll, will ich nachher noch kurz zeigen, das sind bestimmte Dienste festgelegt. Man kann Werte lesen, man kann Aktionen auslesen. Das ist das, was die Werkstatt beispielsweise macht, wenn sie mit ihrer werkstattspezifischen Software über den OBD-Stecker ausliest, ja, da ist jetzt meinetwegen ein bestimmter Fehler im Fahrzeugspeicher und deutet darauf hin, dass dieses oder jenes passiert ist. Wie gesagt, hier ist wieder eine Abhängigkeit von den Herstellern, aber als Protokoll benutzen die eigentlich alle dieses UDS. In diesem UDS, was gibt es da? Zum einen gibt es eine sogenannte Diagnostic Session Control. Die macht eigentlich nichts weiter, als dass, wenn der Tester, also der Tester wird am OBD-Gerät angesteckt, über CAN-Bus, der spricht ein bestimmtes Steuergerät an und der sagt, okay, ich mache jetzt eine Diagnostic Session auf. Das Steuergerät weiß, okay, da ist jetzt ein Tester da, der will jetzt was von mir. Es gibt da verschiedene Levels, Levels im Sinne von, es kann auch mal vorkommen, dass ein Steuergerät die Software aktualisiert werden muss. Dann gibt es zum Beispiel eine sogenannte Programming Session. Das wird auch über diese Session Control eingeleitet. Das ist aber an der Stelle wirklich nur mitteilen an Steuergerät, Folgendes passiert. Dann habe ich dieses ganze Management um die sogenannten DTCs, die Diagnostic Trouble Codes. Das ist genau das, das sind die Fehler, die ein Steuergerät speichern kann, weil irgendwas mal schiefgegangen ist und die dann der Werkstatt helfen sollen, diesen Fehler zu analysieren. Da waren auch teilweise Informationen gespeichert, die jetzt nicht unbedingt ein Fehler sind, die aber vielleicht Hinweise geben, dass irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Beispielsweise beim Motor. Da wird gerne mal auch gespeichert, dass man mal relativ lange mit hoher Drehzahl gefahren ist, obwohl das noch nicht unbedingt was bedeutet oder dass er überhitzt oder nahe an der Überhitzung war. Das heißt nicht unbedingt, wenn da ein Fehlercode geschrieben worden ist, dass dann irgendeine Kontrollleuchte im Auto an ist. Das kann alles okay sein. Das Auto sagt auch in seinen Einstellungen, Fahrzeugstatus, alles bestens, aber trotzdem sind bestimmte Informationen drinnen. Beispielsweise wenn bei einem Infotainment-System, da kann es mal passieren, dass man einen USB-Stick ansteckt, der nicht gelesen werden kann. Infotainment-System, je nachdem, wie die Entwickler das ausgelegt haben, legt fest, USB-Stick mit vielleicht mit der Vendor-ID und Product-ID konnte ich nicht lesen. Steht da drinnen als reine Information, die Werkstatt wird auch nichts damit anfangen können, wenn jetzt ein Entwickler diese Information bekommen würde, könnte er vielleicht feststellen, da müssen wir noch irgendwas nachbessern, weil mit den Geräten kommen wir nicht klar. Aber sowas beispielsweise wird da auch gerne mal festgelegt. Was es dann gibt, ist Daten lesen und schreiben. Daten lesen sind Messwerte beispielsweise beim Motor. Ich kann da auslesen, ich kann wirklich sehr viel über diese UDS-Schnittstelle bei Motoren auslesen. Bei einem Mercedes-Steuergerät für einen Diesel waren es, glaube ich, um die 1500 verschiedene Werte, die man dort auslesen kann. Nicht direkt die Werkstatt, aber die zumindest vom Kommunikationsmodul vorgesehen sind. Wie dann genau jetzt wieder diese Werte ausschauen, also dieses Auslesen funktioniert mit dem Diagnostic Service Read Identifier by ID. Die ID ist ein 16-Bit-Wert, also man hat knapp 65.000 verschiedene Werte, die man lesen kann. Was da jetzt pro ID ausgelesen werden kann, da macht wieder jeder Hersteller, was er will. Da gibt es also in dem Standard von UDS keine Vorgaben. Da heißt es lediglich, wir haben die Möglichkeit, bis zu so und so viel Werte auszulesen oder auch zu schreiben. Aber wie genau die zugeordnet sind, da kommt wieder die spezielle Software vom Hersteller zu tragen. Wobei es da auch so ist, wenn man heutzutage auf eBay schaut, von den wichtigsten Herstellern findet man die Software. Man kann die teilweise sogar ganz normal auf eBay kaufen, kriegt teilweise sogar eine Rechnung dazu, obwohl es im Prinzip eine Raubkopie ist. Also es ist manchmal interessant, was man alles bekommt. Ich meine, die Hersteller wissen das vermutlich auch, aber offensichtlich schreitet da niemand gegen ein. Also wenn man sich so Software, wie sie in der Werkstatt benutzt wird, mal anschauen will, ist es relativ einfach, daran zu kommen. Zusätzlich gibt es dann auch noch so Dienste wie diese Input-Output-Control. Beispiel Kombi-Instrument, ich möchte die Lichter testen. Dann würde unter Umständen ein Output-Control-Service ein Dienst implementiert sein, der sagt, wenn du die Bits setzt, dann gehen die ganzen Lampen an. Routine Control, das ist sowas, da kann man alles reinstecken, was in den Rest nicht passt. Beispielsweise eine Feststellbremse, Steuergerät von der Feststellbremse. Ich muss in der Werkstatt mal diese Bremse justieren. Dann gibt es unter Umständen Kommandos, die sagen, dass die Bremse zu bestimmten Prozentwerten angezogen werden kann über diesen Befehl Routine Control.
Download, Upload. Meistens ist nur der Download da. Das ist dazu da, um Firmware-Updates durchzuführen. Upload würde das Zurücklesen bedeuten, ist selten implementiert, weil man es eigentlich kaum braucht. Wenn man sich da jetzt fragt, wie gut ist das abgesichert, da kommt gegen irgendwie Manipulation, da kommt jetzt der sogenannte Security Access. Security Access ist in den UDS-Services auch wieder sehr vage spezifiziert. Im Prinzip gibt es eine Seed, die vom Steuergerät geschickt wird und da zurückkommt ein Key. Länge, welche Algorithmen und so weiter, vollkommen offen, kann jeder machen, was man will. Man sieht auch wirklich alles Mögliche, also bei VW und Audi ist gerne verbreitet, dass als Seed ein 32-Bit-Wert vom Steuergerät kommt. Wenn es ganz simpel ist, wird ein Offset einfach drauf addiert und zurückgeschickt als Key. Also es ist wirklich eine Zahl, die spezifisch pro Steuergerät auf diesen Seed-Wert addiert wird. Wenn es komplizierter ist, wird das ein bisschen mit XOR und mit irgendwelchen Shifts durcheinander gewürfelt und geht zurück, aber alles nichts Dramatisches. Man sieht allerdings auch bei manchen Herstellern, dass da durchaus RSA 2048 benutzt wird, um entsprechend lange Keys bzw. lange Seed-Werte geschickt werden, die dann entsprechend signiert zurückgeschickt werden müssen. Also macht auch jeder Hersteller, was er will. Vorgaben gibt's keine. Man kann es irgendwie implementieren und so macht's auch jeder. Und über diesen Security Access soll halt dann beispielsweise sichergestellt werden, dass nicht jedermann Funktionen auslösen kann, die vielleicht auch kritisch sind. Beispielsweise eine Bremse während der Fahrt anziehen ist unter Umständen nicht gut. Gut, wenn man jetzt so in die Steuergeräte reinschaut und mal so ein, ich nehme jetzt mal ein Steuergerät, nicht Infotainment, also alles, was Airbag, Motorsteuerung und so weiter geht. Was man da drinnen findet, das sind durchaus teilweise exotische Mikrocontroller, die man so im normalen Bastlerumfeld eher weniger sieht. Ganz einfach, weil es Mikrocontroller sind, die zum einen einen ganz anderen Temperatur- oder Spannungsbereich vertragen, Temperaturbereich vertragen, aber in der halt, in denen auch teilweise Sicherheitsfeatures implementiert sind, Safety-Features implementiert sind, die in der Fahrzeugelektronik oder bei Fahrzeugfirma wichtig sind. Ein Beispiel, die meisten dieser Flash-Speicher bei diesen Mikrocontrollern haben ICC bereits von vornherein eingebaut. Das heißt, wenn da irgendwelche Bits im Betrieb mal flippen sollten, dann werden die teilweise korrigiert oder können wirklich sicher detektiert werden. Teilweise bei sicherheitskritischen Mikrocontrollern, Airbag-Steuergerät, ist zusätzliche Hardware implementiert, die beim Hochfahren, also beim Reset von so einem Mikrocontroller, die UARTs auf Funktionalität prüft. Da gibt es also dann ein eigenes Register, was dann nur sagt, ein interner Hardware-Check meiner Peripherie hat ergeben, dass alles in Ordnung ist oder eben nicht. Also da wird sehr viel auf Safety Wert gelegt. Eine Klasse, die man häufig sieht, das ist dieser Renesis V850. Das ist ein kleiner Mikrocontroller, Renesis Japan, der halt auch entsprechend mit Peripherie ausgestattet ist. Das heißt, da ist CAN-Bus immer Standard mit dabei. Freescale und ST Microelectronics verwenden gerne Mikrocontroller auf Power-PC-Basis. Was da vielleicht ganz interessant ist für diejenigen, die Power-PC noch von früheren Apple-Zeiten kennen. Power-PC hat mittlerweile auch hinzugelernt. Diese Mikrocontroller benutzen alle den VLE, Variable Length Execution Opcode. Das ist also so in etwa vergleichbar beim ARM-Thumb-ARM-Coding. Also wenn man jetzt irgendwie so eine Firmware ganz normal mit IDA aufmacht und sein Power-PC auswählt, stellt man erstmal fest, dass da nur Müll steht. Also da muss man dann ein bisschen tiefer bei IDA suchen. Da gibt es dann einen Flag, wo man dann dieses VLE einstellen kann. Weil eben dieser Code kompakter ist, wird er natürlich bei Mikrocontrollern benutzt. Auch ein Exot ist dieser HCS12. Die Basis ist ein wirklich ziemlich alter Mikrocontroller. Das ist ein 16-Bit-Mikrocontroller, dieser 68HC12. Der ist im Laufe der Jahre wirklich so aufgebohrt worden. Er ist zwar immer noch 16-Bit, hat über Paging die Möglichkeit, dass er auf einer 4K-Seite bis zu 4 Megabyte Flash einblenden kann. Warum man da immer noch an solchen Konzepten festhält, wahrscheinlich weil er entsprechend zuverlässig ist, weil es viel Code gibt, der darauf aufbaut, aber ist manchmal schon verblüffend. Also sowas macht auch relativ viel Spaß, wenn man es mit IDA reverse engineeren will, weil diese Pages, die dann zu verwalten, das ist durchaus interessant. Ein weiterer interessanter Mikrocontroller,
TMS 470, Texas Instruments, ausnahmsweise mal ein ARM. ARM sieht man relativ selten in diesem Bereich außerhalb Infotainment. Was an dem besonders ist, das ist mal ein ARM im Big Endian Mode. Also normalerweise, die meisten ARMs, die ich zumindest kenne, die sind klassischerweise Little Endian, aber aus welchen Gründen auch immer ist der Big Endian. Was man in Motorsteuerungen gerne sieht, ist von Infineon die Tri-Core-CPU, die ist speziell für diese Sachen gemacht. Also Bosch verbaut die ganz gerne. Bosch-Steuergeräte sind relativ häufig in vielen Fahrzeugen drinnen. Wenn man jetzt so ein Steuergerät einfach mal aufmacht und versucht, das anzuschließen, also Stromversorgung, CAN-Bus, sowas kann man leicht identifizieren. CAN-Bus deshalb, weil immer irgendwie ein CAN-Bus-Controller oder ein CAN-Bus-Transceiver, verbaut ist und für die findet man Datenblätter. Also dann kann man die Leitungen verfolgen, findet man den CAN-Bus. Wenn man das Gerät jetzt an die Stromversorgung anschließt, schaltet man seine 12 Volt ein, stellt fest, kurz fließt der Strom, alles wieder weg, aus, kein Strom fließt. Dann ist halt die Frage, woran liegt's? Eine Möglichkeit, was bei Fahrzeugen, bei älteren Modellen immer noch vorkommt, das ist dieser zusätzliche Anschluss Klemme 15. Klemme 15, das ist diese Klemme plus Nummer, das ist, glaube ich, irgendeine DIN-Norm, die irgendwie festlegt, wie Leitungen in Fahrzeugen mal geheißen haben oder immer noch heißen. Klemme 15 ist Zündung ein. Manche Fahrzeuge, manche Steuergeräte werden erst dann eingeschalten, wenn da tatsächlich noch dieses Signalzündung ein da ist, weil sie sonst zu viel Strom verbrauchen. Was aber heutzutage wesentlich häufiger vorkommt, man spart sich diese Klemme 15 Leitung und schaut einfach auf den CAN-Bus. Wenn auf dem CAN-Bus keine Aktivität ist, dann ist irgendwas faul, dann ist das Auto normalerweise ausgeschalten und dann geht auch das Steuergerät komplett in den ausgeschalteten Zustand. Das heißt, da wird dann auch wirklich kaum messbar noch Strom von dem Steuergerät gezogen. Um das dann aufzuwecken, genügt normalerweise auf dem CAN-Bus irgendwelche Aktivität. Das muss noch nicht mal die richtige Message oder die richtige Geschwindigkeit sein. Einfach periodisch im Sinne von 2-3 Mal die Sekunde ein Signal generieren und dann wird man feststellen, das Steuergerät schaltet ein und Verbrauch und Stromverbrauch ist messbar. Ja, im Infotainment-Bereich, also da sieht man durchaus das, was man aus dem Embedded-Bereich kennt. Am Betriebssystem, was häufig verbreitet ist, ist QNX. Das wird gerne eingesetzt, ein Echtzeit-Betriebssystem, POSIX-basierend. Man kennt es vom BlackBerry. Linux kommt auch vermehrt zum Einsatz in letzter Zeit. Es war vermutlich wieder einfach eine Kostenfrage, wie üblich. QNX fordert Lizenzkosten. An CPUs im Infotainment sieht man ARM, man sieht aber auch x86 CPUs. Was auch teilweise der Fall ist, teilweise ist Ethernet sogar vom Infotainment an UBD herausgeführt. Wobei das Ethernet, was dann da am UBD angeschlossen ist, es ist weniger dazu da, um jetzt da irgendwie Zugang zum Internet oder Sonstiges zu gehen. Das ist eher dazu gedacht, dass man eine schnelle Möglichkeit hat, vom Hersteller aus ein Software-Update einzuspielen. So ein Infotainment-System kann der Größenordnung von Gigabytes liegen. Wenn man das nicht über USB-Stick oder CD früher machen will, sondern wirklich im Betrieb also oder bei der Fertigung, dann verwendet man diesen Ethernet-Anschluss an UBD. Wenn man nach sowas sucht, UBD sind teilweise unbelegte Pins, die UBD-Spezifikation kann man sich auf der Wikipedia anschauen. Ethernet ist normalerweise, wenn es dort angeschlossen ist, nicht sofort aktiviert. Man kann zwar da feststellen, das sind zwei Leitungen, die fast Kurzschluss haben, also dort, wo die RXTX-Leitung am Übertrager dran sind, aber es gibt dann meistens noch eine zusätzliche Leitung, die auf 12 Volt gezogen werden muss, dann wird dieses Interface aktiviert. Und was dann der Hersteller normalerweise machen kann, ist eben diese Update-Sache. Teilweise interessant wird es wieder, wenn dann auch Debug-Möglichkeiten vorgesehen sind, wobei die meisten nicht per Default eingeschaltet sind. Da kommt dann wieder dieses Codieren zum Tragen, was ich vorher erwähnt habe. Teilweise gibt es dort Einstellungen, dass man in den Coding-Einstellungen irgendwelche Flags setzen kann, die zwar nicht unbedingt dokumentiert sind, aber die dann bewirken, dass auf diesem Ethernet-Port auch andere Zugänge noch da sind, als die man für die normale Diagnose braucht. Nochmal abschließend noch ein Bild. Das ist ein Infotainment-System aus einem BMW, die große Head-Unit. Auf der linken Seite dieser komplette linke Bereich, das ist ein steckbares Prozessormodul, auf dem sitzt eine Dual-Core-Intel-CPU drauf mit entsprechend Speicher und allem drum und dran. Und rechts, das ist eine NVIDIA-GPU, das braucht man heutzutage einfach für die grafischen Effekte, die man so im Infotainment drin hat. Also da wird es heutzutage auch
das eingebaut, was man so zumindest von typischen Desktop, von Laptops kennt. Okay, das war's von meiner Seite. Ein paar Mal gesagt, IDA Pro und so, das heißt, die Firmware ist in der Regel auslesbar, auch bei neueren Geräten, oder waren das alles alte Sachen? Also bei den bei allen Steuergeräten, die ich mir angeguckt habe, die nicht mit dem, mit der Wegfahrsperre oder mit den Schlüsseln zu tun hatten, war es an und für sich kein Problem. Da waren teilweise jetzt bei diesem Texas Instruments Chip, der war aus einem Honda Civic Airbag-Modul, war JTAG vorhanden. Da war kein Schutz da, weil in dem Falle, wenn ich die Firmware auslesen kann, da ist jetzt nichts Sicherheitsrelevantes drinnen, um das Fahrzeug zu öffnen. Also das interessiert die Hersteller an der Stelle scheinbar wenig. Die haben ja teilweise Angst vor Intellectual Property und sowas. Also könnte das sein. Da muss man dazu sagen, wenn man sich, also vor Verletzungen davon. Also da muss man auch dazu sagen, wenn man sich den Code anschaut, also speziell jetzt aus so einfachen Steuergeräten, das ist ziemlich zäh, das zu disassemblieren. Da sind keine Strings drin, da ist wirklich nichts drin. Also beim Infotainment, klar, klassisch, da läuft ein normales Betriebssystem, da kommt man irgendwie klar. Aber Motorsteuerung oder Airbag, das sind jetzt welche, die ich mal ziemlich im Detail angeguckt habe, da siehst du erstmal nichts. Da kommen irgendwelche Messages, man kann vielleicht erkennen, da wird auf Messages vom CAN-Bus irgendwelche Daten reingeholt, dann werden die verrechnet, dann wird wieder irgendwas ausgegeben, aber was das genau ist, wenn ich den Kontext nicht kenne, also wenn ich jetzt nicht genau weiß, welche CAN-Message bedeutet was, was bewirkt welcher IO-Port, dann wird das extrem zäh. Wenn ich mich jetzt einfach auf so einen CAN-Bus raufhänge, das heißt ein 8. Obo, das Gate will einfach mal abschalten, gibt es eigentlich irgendwelche Implementationen, die ein Senden auf dem CAN-Bus hinterfragen oder zum Beispiel irgendwelche klassischen Timing-Zyklen abwarten? Stichwort, ich setze mich drauf, schicke eine Nachricht, weil ich die ID kenne. Wenn sie nicht zyklisch im gewissen Rhythmus kommt, ist es vielleicht auch ein Fake. Es wird teilweise erkannt, dass Inkonsistenten auftauchen. Also ein Beispiel, wo man es öfters mal machen muss, wenn man jetzt beispielsweise Steuergeräte Bremse anziehen. Die haben durchaus einen Check drinnen, dass die sagen, sobald die Geschwindigkeit höher als 10 oder 20 km/h ist, erlaube ich das nicht mehr im normalen Betrieb. Wenn ich jetzt als Angreifer da irgendwas faken will, muss ich die Geschwindigkeit zusätzlich zu der, die ja normal vom Fahrzeug da ist, schicken, die sagt, okay, wir sind langsamer als diese 20 km/h. Da kann es sein, wenn die Steuergeräte gut sind, dass die Inkonsistenzen feststellen und dann einfach den letzten Wert nehmen. Wenn sie schlecht sind, also schlecht im Sinne von niemand hat, ist davon ausgegangen, dass sowas in der Praxis passiert, dann sagt er, okay, ich nehme halt gerade den Wert, es ist gerade 10 reingekommen, okay, jetzt erlaube ich die Funktion. Ich kann natürlich das Senden einer bestimmten CAN-ID gezielt stören, indem ich versuche, über eine Heuristik zu erkennen, wann die gesendet wird, und dann störe ich eben den Empfang, indem ich eine niedrigere ID selber sende, und das immer dann, wenn das Steuergerät normalerweise senden würde. Klar, kann ich immer natürlich. Ich kann ja physikalisch auch die Leitung einfach nur meinetwegen kurz schließen jetzt. Ja, und wenn ich dann das Originalsteuergerät auf diese Weise stillgelegt habe, kann ich natürlich auch meine eigenen Daten injizieren, indem ich wieder unter dieser CAN-ID was verschicke. Klar, also dieser CAN-Bus ist nicht, also von grundsätzlich heutzutage nicht auf, in heutigen Fahrzeugen nicht darauf ausgelegt, dass er dieses Faken in irgendwelcher Form erkennt. Die Entwickler haben normalerweise genügend damit zu tun, ihre Steuergeräte überhaupt auf dem Bus sauber zu synchronisieren. Also man fängt langsam an sowas zu denken. Das kriegt man auch mit, wenn man mit den Herstellern redet. Aber man muss auch sehen, Entwicklungszyklen im Fahrzeugbereich, das ist so die Zahl 5 Jahre, wird da genannt. Also wenn man heute drüber nachdenkt, in 5 Jahren die neuen Modelle. So grob. Also weil Software-Updates in irgendeiner Form, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein Software-Update, hier alle Fahrzeuge raus, jetzt ist alles gut, gibt's ja nicht. Ja, bitte. Ich habe da noch eine Anmerkung dazu, und zwar ich muss nicht wissen, wann die Message gesendet wird. Ich sehe ja die ID, die ist vorne an der Message dran, und ich kann den Rest der Message einfach kaputt machen und dann meine schicken zum Beispiel, um da den Wert zu überschreiben von der Geschwindigkeit. Unter der Voraussetzung, dass die CAC nicht, dass die CAC dann passt, weil ich habe ja die CAC-Absicherung. Nö, ich kann ja die Message kaputt machen, dann passt es ja nicht mehr. Gut, dann ist sie aber auch nicht mehr gültig.
Ja, sicher, ist doch richtig, will ich doch erreichen. Also okay, gut, klar, wenn das Sinn und Zweck, logisch. Genau, und dann noch eine Anmerkung zu vorhin, das ECBIT, also was die Empfänger schicken können, um zu sagen, ich habe die Message gekriegt, da kriege ich natürlich nicht mit, ob die alle geschickt haben. Es reicht, wenn ein Empfänger das Bit schickt. Und das muss natürlich nicht der sein, der die Message haben will. Also das kann durchaus sein, dass Messages nicht am Ziel ankommen, weil irgendein anderer gesagt hat, ich habe es gekriegt. Mhm, ja. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Talk switchen.